Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Leute, ich bin eigentlich gerade gar nicht so motiviert. Wir haben es einfach fucking 5:30 morgens. Hier nochmal, falls ihr mir nicht glaubt. Ich mache es nur für euch. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Isabel, warum bist du eigentlich so früh wach? Mein Koffer ist mal wieder vollgepackt, denn für mich geht's jetzt gleich in die Schweiz. Leute, ich war noch nie in der Schweiz. Ich fahre nämlich in so eine richtig dicke Creator-Villa. Also, die sieht richtig geil aus. Von Finnel übrigens, den kennt ihr ja bestimmt auch. Mit ganz vielen anderen Creatoren. Also, ich muss in fucking 10 Minuten losfahren und meine Schuhe sind immer noch nicht geschnürt. Ach, übrigens, ich muss 9 Stunden Zug fahren. Geil, ich freue mich. Ich bin so im Arsch. Leute, wenn ihr 1,50 groß seid oder pennen wollt, ich habe etwas für euch. Nackenkissen hinlegen, Beine anziehen und schlafen. Leute, ich bin nach fucking 9,5 Stunden Zugfahren in der Schweiz angekommen. Es ist so krass, man steht einfach in der Stadt und man sieht von der Stadt aus einfach die Berge. Ich weiß nicht, seht ihr das da oben? Da oben sind einfach die Berge. Also ich muss sagen, das war schon eine anstrengende Fahrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Zugfahren macht echt richtig, richtig müde. Ich glaube, ich wäre lieber geflogen, aber ich hätte einfach das Dreifache bezahlt, wenn ich geflogen wäre. So krass. Ich habe jetzt für die Zugfahrt 60 Euro bezahlt und für den Flug hätte ich einfach 300 40 Euro bezahlt. Ey, so ein Scam, ne? So, Leute, ich bin jetzt endlich nach, wie gesagt, 9,5 Stunden angekommen. Hinter mir ist die Villa. Gleich gibt es noch eine richtig fette Montage von der Villa. Aber ich muss euch jetzt erstmal diese Aussicht zeigen. Das ist geisteskrank. Schaut euch das mal bitte an. Das sieht so unrealistisch aus. Und die Häuser hier in der Schweiz sehen auch ganz anders aus, aber irgendwie auch richtig geil. So, what the fuck? Wie krank ist das denn? Da oben seht ihr auch schon den ersten Creator. Zeig dich. Hallo. Coco. Aber ich zeige euch gleich, wenn noch so alles im Haus ist. Also es sind auf jeden Fall einige Creator hier und die kennt man auf jeden Fall. Levin ist hier. Was geht ab? Mein Vater hat dieses Haus hier gebaut. Und Finnel ist hier. Mein Vater hat dieses Haus bauen lassen und bezahlt Dorfkinder auf die 1. Und Lilo ist hier. Hallo. Und Wolf ist auch dabei. Was geht? Lascha ist auch hier. Das ist das Laufband von meinem Vater. Coco ist auch dabei. Hallo. Also es sind auf jeden Fall einige Creator da. Und ich würde sagen, jetzt gibt es eine richtig coole Montage von der Villa. Das war auf jeden Fall die Montage. Ey, die Villa sieht so geil aus. Irgendwie ist es irgendwie so eine Mischung aus alt und modern. Deswegen ist es auch so geil. Die Decken in meinem Zimmer sind doch so gar nicht hoch, aber irgendwie ist es voll gemütlich. Also ich find's geil. Digga! Oh, geiler Team! Oh, ey, kann ich probieren? Nein, gib mir die Dose. Zahl 100 Euro für die Dose. Wer zahlt mehr? Wer zahlt 100, mehr? 105, 200. Du? Darf ich 200? Okay, ich pay for dir. Darf ich mal eigentlich, dass ich die Hand halten? Ja, okay, aber lass es zusammen aufmachen. Boah, Digga. Boah, es duftet, Digga, es duftet. Das Blaue soll das Leckerste sein. Boah, es riecht nach Urlaub, es riecht nach Ferien. Frische, Digga. Okay, Live-Reaktion. Noch nicht sagen, Pokerface, Pokerface, ich will auch erstmal von Okay. Digga, ist krass. Lass mich auch mal. Das ist richtig krass, Digga. Oh, das, ja. Das ist richtig, richtig krass. Was ist das denn überhaupt? Das ist, G steht für Gönn. Achso, nee, Blueberry. Guck mal, Digga. Ich hab den mitgebracht. Hast du noch eine davon? 250. 300 für alle. Overrated. 400. 400 für das Nein, Bruder, ich hab nur eine dabei. Das ist die First Edition, die kannst du verkaufen auf eBay für... Jetzt nicht mehr. Also Leute, eigentlich wären wir heute Helikopter geflogen, aber ich glaube, das wird nichts. What the fuck, was passiert hier? Glaubt ihr, es tut weh, wenn ich welche abbekomme? Oh, wow, wow, wow. Alles für die TikToks, Leute. Alles für die TikToks. Was machst du da, Lilo? Kannst du den Handtuch holen? Lilo, warum hast du das getan? Wollte so einen TikTok drehen, wo man im Regen tanzt. Vor allem, eigentlich ist hier voll die schöne Aussicht, aber man sieht einfach gar nichts mehr, weil die ganzen Wolken davor sind. Content ist das A und O, dafür geht alles. Leute, ich muss euch was zeigen. Bisschen
Reality. Also ich bin ja gerade im Dorfkinderhaus. So sieht's aus, wenn, ich glaube, wir sind insgesamt 15 Leute oder so, wenn 15 Creator zusammen in einer Villa leben. Schaut euch das an. Ganz viele Pfandflaschen, überall in der Küche verteilt. Ganz viele Snacks, die gefühlt alle leer sind. Ganz viele ungesunde Getränke. Cola, Red Bull, Fanta, Chips, Cookies, eine saubere Spüle und ganz viel sauberes Geschirr. Ein fast leeres Frühstück um 3 Uhr mittags mit Lilou. Ja. Und das Schlimmste ist, wir bekommen heute Abend Besuch von Zuschauern. Wie sieht es? Also es sieht wirklich... Oh mein Gott, ich muss euch noch was zeigen. Ihr denkt euch jetzt erstmal so, okay, ja, Kühlschrank. Toll! Ich mach diese Schublade auf. Lecker! Alles voll mit Butter da hinten. TikToker am Arbeiten. Immer. Wollt ihr irgendwas zur Unordnung in der Küche sagen? Ich hab's gerade den Leuten gezeigt. Die Spülmaschine ist verstopft. Tag 1. Ich glaube, wenn man das Ganze filmt, dann sagt das eindeutig aus, wie es hier aussieht und dass hier niemand wirklich aufräumt. Ach ja, und ich habe den Wohnzimmertisch vergessen. Der sieht auch richtig lecker aus. Eigentlich sehr bodenlos. Leute, ihr wisst ja, dass ich einigen Leuten das Turnen beibringe. Und ich würde sagen, diesmal ist Finnel an der Reihe. Was geht ab? Dorfkind auf die 1. Aber bevor wir das machen, gibt es jetzt erstmal eine kurze Werbeunterbrechung. Heute stelle ich euch den höhenverstellbaren E7-Tisch von FlexiSpot vor. Yeah, coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Ich habe mir den Tisch mit einem weißen Gestell und einer hellgrauen Platte ausgesucht, weil ich finde, dass es richtig modern aussieht. Aber im Online-Shop gibt es natürlich auch viele weitere Farben, die ihr euch dort aussuchen könnt. Es ist auch wirklich für jede Größe perfekt, egal ob ich sitzen möchte. Oder stehen möchte. Es funktioniert einfach alles. Und Leute, was gibt's Besseres, am Arbeitsplatz stehen zu können, während man Sport macht? Vorteile eines höhenverstellbaren Tisches. Ihr habt weniger gesundheitliche Beschwerden, zum Beispiel Rückenschmerzen. Ihr habt mehr Arbeitsfreude. Und es ist sehr abwechslungsreich, weil es einfach nicht immer das gleiche ist. Du kannst es wirklich so einstellen, wie du gerade Bock hast. Vom 28. August bis zum 1. September feiert FlexiSpot sein 7-jähriges Jubiläum. Es gibt bis zu 200 Euro Rabatte und viele Aktionen. Ihr könnt dabei sogar ein iPhone 14 Pro, eine PS5 oder FlexiSpot Produkte gewinnen. Weitere Infos findet ihr in meiner Infobox und jetzt geht's weiter mit dem Video. Finne, kannst du turnen? Absolut nicht. Und du bist null ungelenkig? Ich meine... Ich bin sehr ungelenkig, ja. Ich konnte früher, als ich Fußball gespielt habe, konnte ich noch gerade so vielleicht zu meinem Fuß inzwischen... Kommst du gar nicht runter? Nee. Überhaupt nicht. Das ist das Maximale der Gefühle. Oh mein Gott. Okay, also okay. Ich kann ja auch was. Okay, ich würde sagen, Sinan... Ich mache jetzt Finne was vor. Zeig ihm, wie es geht, okay? Keiner macht mir was vor. Ja! Ja, so gut war das jetzt auch nicht, ne? Oh, ja, okay, komm, also so los, los! Also es war jetzt nicht schlecht, aber so gut war das, also so gut war okay, das jetzt ja, auch gut. Nicht. Okay, ja gut, wenn du sagst, los, 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 stell dich hin. Also es war jetzt schon okay, so, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, oder so, ne? Oha, ja komm, mach nach, let's go. Wieso fangen wir euch damit an? Mach jetzt erstmal das und dann reden wir weiter. Mit Anlauf, ne, du musst schon rennen. Du hast doch gesagt, du kannst das! Ich hab grad nur geprankt. Du machst jetzt erstmal einfach nur ein Rad. Das kriegst du bestimmt hin, oder? Nö. Oder? Doch, safe. Mach das Rad. Junge, ich glaube, ich habe noch nie so... Also... Ja, sogar Herr Anwalt war besser als ich. Sogar Herr Anwalt war besser. Sogar Herr Anwalt war besser. Aber du bist ja... Aber wer war denn besser als ich sonst? Alle waren besser als du bisher. Zum Beispiel? Alle waren besser. Ja, konnten die ein Rad? Ja, alle konnten ein Rad. Echt jetzt? Ja. Als Maul. Nee, wirklich. Bin ich so aber schlecht? Jetzt mal for real, machst du es gerade auch Spaß Nein, jetzt? Nein, ich kann das nicht. Nee, wirklich. Ich trau mich nicht. Los! Alter, du bist so schlecht. Das ist so krass. Okay, du bist ja auch nicht so gelenkig. Normalerweise bin ich gut im Turnen. Das war gerade nur nicht so meine Stärken, die du gerade abbringst. Ja, ach so. Ja, okay, dann bist du doch bestimmt gelenkig, ne? Ich bin gelenkig. Ja, okay, los. Dann mach mal hier einen schönen Spagat. Hier? Ja, genau. Einfach hier Aber hin. In der Hose ist ein bisschen blöd, ne? Ist egal. Achso, ist egal. Okay. Ja, ja, ist egal. Wenn es egal ist, dann ist egal. Noch weiter runter. Noch weiter runter. Tut's jetzt schon weh.
tut es jetzt schon weh. Aber das ist doch schon gut. Junge. Echt? Leute, ich glaube, wir müssen aufhören. Leben, willst du mitmachen? Ich mach dir. Oh, hilf mir kurz auf. Ich versuche gerade, Finn das Turnen beizubringen. Komm, bitte, mach's besser. Mach einen Backflip, bitte. Das letzte Mal habe ich das vor einem Jahr gemacht. In Lorette. Wo es mich komplett auf die Fresse gelegt hat. Ja, dann wird's jetzt Zeit. Digga, du hast es schon 1000 Mal gemacht, Digga. Tu doch nicht so, als ob das ich immer spannend ist. Auf alles. Ich hab das seit einem Jahr nicht mehr gemacht. Musikvideodreh von Dorfkinder. Der Song ist übrigens gerade rausgekommen. Der am 21.07. released wurde auf YouTube unter dem Kanal. Mein Handy! YouTube kommt. Alter, mach mein Handy! Ich will mein Handy! Ja! Finn, das war's. Das war's. Das macht keinen Sinn bei dir.